Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sims 4 mit der Asylum Challenge. Yay! Ich bin hier wirklich gespannt. Ich muss mich so zusammennehmen, dass ich nicht irgendwie denen sage, was sie zu tun haben. Ich würde so gerne zum Beispiel hier diese Kraftpunkte verteilen. Aber nein, 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 ich darf, ich soll nicht. So, Saki, diejenige, die ich steuern darf, die muss jetzt endlich mal ein bisschen schlafen. Die braucht auch Schlaf. Aber ich muss auch gestehen, zum einen hat sie Hunger und zum anderen ist unsere Toilette hier kaputt. Also die müsste ich dann... Oh, Nanette wacht auf. Die müsste ich dann mal reparieren. Guck mal, Nanette, hier steht eine Medizin extra für dich. Nimm sie. Nimm sie. Ich kann in Sims 4 niemanden überreden, etwas zu tun, ne? Das finde ich so schön in Sims 2. Ich meine, manche Sachen kann ich sagen. Mach mal das. Aber ich kann das hier nicht, ne? Mit nach anderen Sim fragen, das könnte ich machen. Ne? Über Weltfrieden, Vampirleben. Bist du auch ein Vampir? Nein, dann würde er was anderes essen. Ich kann hier nicht wirklich Aktionen einladen, Runden bilden. Gemeint sein, romantisch sein. So, es tut mir leid, Saki. Ein bisschen hast du schon geschlafen. Ich werde dich später nochmal... Was war das für ein Geräusch? Ich habe Angst. Oh Gott. Oh, Hilfe. Wegen Bella? Was war mit Bella? Die ist traurig. Wegen Wahnsinn. Sie geht aber tanzen. So, die meisten schlafen tatsächlich. Ich bin auch echt gespannt auf Hunter. Aber der scheint... ganz gut am Chatten und so sein und so. Und ich würde trotz allem nochmal versuchen zu kochen. Hallo Nanette. Da es nicht funktioniert, dass sie die Medizin nimmt. Was machst du? Plaudern und erschrecken. Warum willst du sie denn erschrecken? Okay. Was macht Hunter? Achso, außerdem. Sie muss mal auf Toilette. Ich hoffe, Saki ist bald soweit. Madeline kommt schon runter. Und er macht hier sauber. Oder auch nicht. Kannst du nicht ran oder was machst du gerade? Komm, mach hin. Madeline muss toll aufs Klo. Hallo Hunter. Plaudert mit Nanette und Saki? Nanette ist gar nicht hier. Gott, wie brauchst du die Toilette zu säubern? Oh Gott. Ich brauche auch dringend Spaß. Muss Nanette auch auf Toilette? Nö. Oh Gott, sie macht was zu essen. So, Mann, wisch mal hier auf. Wobei ich das fast... oh Gott, ich habe Angst. Weil sie was zu essen macht. Teile plündern. Irgendwas möchte ich auch gerne was Spaßiges machen. Ich weiß gar nicht, ob Getränke mixen. Oh Gott. Ob ihr das zum Beispiel Spaß macht. Oh, Nanette. Sterben hier Sims an solchen Erkrankungen? Wow, wir haben Grillkäse. Was machst du? Mano, ich wollte das... Oh. Konnte ich das nicht nehmen? Warum konnte ich das nicht nehmen? Ich guck mal ganz kurz, ob ihr Spaß... Was möchtest du? Duschen. Ja, das ist jetzt nicht das Allernotwendigste, was wir brauchen. Art, guckt mal, es macht ihr Spaß zu mixen. Yay, das finde ich sehr schön. So, Hunter, wo bist du? Mein Gott. Mit Bella plaudern. Die übrigens wütend ist. Diesmal, nee, verdrießliches Gespräch, oh Gott. Sie findet es furchtbar, dass er andauernd sie erschreckt anscheinend, ne?
Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sich beruhigen, versuchen. Was macht er? Er geht wieder chatten wahrscheinlich, ja. Das scheint ihn irgendwie abzulenken. So, weiter macht's mich aber nicht. Jetzt Freude. Wo ist denn das hingekommen? Achso, du hast nur eine Portion gemacht. Aha. So, okay, ich versuche es nochmal mit Kochen. Tatsächlich. Was hat sie da vorne gehabt? Grillkäse. Ich mache mal eine 8er Portion Grillkäse. So, jetzt versuch mal. Versuch dich nochmal. Und sei gut im Kochen, Saki. Grillkäse müssen wir hinkriegen. Komm. Das schaffen wir. Wir können natürlich dann auch noch das hier reparieren. Ich spule mal ein kleines bisschen vor. Ich hoffe, dass Hand da oben da dran bleibt. Genau. Hallo Emma. Emma kommt auch runter. Super, es funktioniert. Einwandfrei. So, dann nehmen wir eine Portion. Grillkäse essen, genau. Ich mache den Rest in den Kühlschrank. Ich denke mal, die gehen auch in den Kühlschrank. So, und wenn du fertig bist, dann bitte ich dich tatsächlich lieber erstmal ins Bett zu gehen. Und, oh Gott, Hunter, was macht er? Er kommt runter. Und wir gehen erst nochmal eine Runde schlafen. Oh Gott, es tut mir echt leid, Hunter. Ich kann aber noch keine Plasmabeutel bestellen, weil ich da nicht Bescheid weiß. So, auf jeden Fall. Oh Gott. Oh mein Gott. Jetzt hat sie auch noch die... Was ist denn los hier in dem Haus? Oh mein Gott. Die hat voll die Streifen. Sie hat die Flecken. Und Madeleine war ja auch irgendwo krank. Hast du auch irgendwas? Ja, ihr scheint jetzt mittlerweile gut zu gehen. Emma? Emma sieht ganz gut aus. Oh, Hilfe. Sie ist verspielt, albern wegen Krankheit. Oh Gott. Unkontrollierte Lachkrämpfe. Oh Gott. Ich mach mal hier so. Über Probleme beschweren. Eigentlich wollte ich ins Bett. Über neuestes Buch reden. Hallo, Carlotta. Immerhin, das Soziale geht jetzt ein bisschen mal nach oben. Aber sie muss um 16 Uhr wieder arbeiten gehen und ich würde so gerne vorher noch eine Runde schlafen. Hunter, wo bist du? Oh Gott, es geht schon wieder hier oben. Okay, super. Alina ist, glaube ich, aufgewacht. Ich habe sie gerade gesehen. Geh doch erstmal auf die Toilette. Bevor du was essen kommst. So, Sagi geht ins Bett. Wunderbar. Oh Gott, ich bin noch wütend hier. Na gut, das macht Spaß. Oh, Bella. Gott, ich kriege Angst hier. Dass es denen alle so schlecht geht. Nanette, wo bist du? Da oben. Sie tanzt. Hunter. Was machst du? Mit Freunden reden. Ich bin echt erstaunt. Ich hätte gedacht, dass er irgendjemanden relativ flott auch angreift. Oh, es ist mal jemand im Bad. Na nett. Quatsch, Carlotta heißt sie. Oh mein Gott. Carlotta ist im Bad. Wo geht Hunter hin? Er holt sich was zu lesen. Bella ist irgendwo. Ah, hier unten schlafen. Alina isst jetzt erstmal was, bevor sie auf die Toilette geht. Okay. Nanette ist auch unwohl, weil, ja, sie ist... Oh, sie hat eine verstopfte Nase. Ach so, ein Orkan zieht über das Gesicht und so weiter. 28 Minuten. Könnte also sein, dass sich das von alleine widerlegt vielleicht. Aber sie ist jetzt schon echt länger krank, finde ich. Emma scheint es rundum gut zu gehen. Sehr schön. Madeleine läuft hier auch unter Unterwäsche rum. Oh, aber sie ist auch nochmal 2 Stunden krank. Carlotta, na? Carlotta hat nur Hunger. Denke ich mal.
Das können wir ja ab, bitte machen. Also, was hast du denn angezogen? Mein Güte. Carlotta. Ich finde ja manchmal interessant, was sie sich alle anziehen. Alina zieht sich immer wunderbar wieder an. Emma, gut, okay, das ist, glaube ich, ihr Natter, ihr Schlafoutfit, aber das sieht ja auch ganz gut aus. Wahnsinnig, ja, genau. Oh, da ist was kaputt gegangen. Hunter, nun reparier mal. Vorgeben zu beißen? Hunter. Solange es nur ein Vorgeben ist. War da noch. Hä? Hat sie jetzt hier was weggeräumt? So, ich gucke mal nach Saki. Oh, ich möchte sie so gerne. Wow. Ja, irgendwann macht das wirklich. Aber Saki muss jetzt ein bisschen schlafen. Die muss mindestens mal gelb werden hier. So, ich spule mal ein bisschen vor. Nein! Jetzt ist er auch krank. Ich wusste nicht, dass auch die Vampire krank werden können. Hilfe! Hier steht einmal. Geht's dir besser? Du hast zumindest keine Streifen mehr. Hier steht eine Medizin. Ich kann aber es niemandem geben. Ach, ich habe übrigens total vergessen, eure Inventare zu leeren. Darf ich das so zwischendurch machen? Ich gucke einfach mal, was ihr eigentlich drin habt. Bücher. Nichts. Bücher. Okay. Naja, ist nicht interessant. Lassen wir drin, ne? Wobei auch Saki natürlich was drin hat und ich habe nämlich das hier drin. Oh, und was zu essen. Aber bei mir darf ich auch rein. So. Geht's dir besser? Nee, der hat immer noch Streifen. Oh mein Gott. Voll das Chaoshaus hier, echt. Ich hoffe. Also er geht ja immerhin mittlerweile nicht mehr raus. Ja, das ist schon mal ganz gut. Wo ist Alina? Ach, am PC. Sie nutzt es mal, dass Hunter unten ist. Ich bin echt. Ich muss immer wieder gucken, was ihr alle macht. Sie geht was essen. Alina spielt vermutlich mal, ja. Nanette. Ach, Nanette ist duschen. Sie oder er. Ich glaube, jetzt hier sieht man es fast so ein bisschen, dass Nanette zumindest, naja, oben herum eher männlich aussieht. Ich meine, die Stimme ist ja auch männlich. Es ist die Frage, ob sie strich eher richtig hier ist. Also, ob es im Irrenhaus, also ob sie da einfach hier richtig ist. So, Emma weiß nicht, was sie machen soll. Madeline hat auch manche solche Anfälle hier, die an einen Vampir erinnert. Oh, tiefe Bindung. Mit irgendjemand hat sie viel geredet. Carlotta ist eher diejenige, die mit sich selbst etwas tut. Und Hunter hat zumindest die Streifen wieder verloren. Ich finde ja, sie befreunden sich echt total miteinander. Das finde ich schon gut. Ich hätte echt gedacht, dass er viel, viel früher irgendjemanden angreift oder so. Aber er hält sich echt tapfer, muss ich gestehen. Sind wir alle so gut mit dir befreundet, dass du uns nicht angreifen möchtest. Aber ja, geht es trotz allem nicht so gut. So.
ist jetzt gerade mal frei da drüben. Geht so. Madeline putzt noch. Level 2 tanzen. So, ich würde nämlich mal... Gesundheit. Ich würde mal mit Saki ins Bad gehen. Ich schick sie. Was machst du? Abwarten, was geschieht? Was war das? Moment. Was habe ich denn? Oh mein Gott. Abwarten, was geschieht? Was war das denn? Okay, du warst ein bisschen zu lange fast draußen. Du hast gebrutzelt. Nein, du bringst das jetzt auch noch raus, oder? Oh, Hunter. Saki muss in einer Stunde. Okay, ich gehe jetzt duschen. Ja, Schaumbaden. Ja, ihr Spaß, muss ich irgendwas machen mit ihr. Hunter, geh rein. Geh rein. Junge, dir geht es so schon schlecht. Geh wieder rein. Oh mein Gott. Gott sei Dank, er kommt rein. Aber dieses Abwarten, was geschieht, ich habe keine Ahnung, was genau das zu bedeuten hatte. So. Okay. Genau, in Badewanne spielen. Das macht dir zumindest Spaß hier. Oh Mann, wir müssen auch mal ein bisschen, genau, verspieltes Gemälde beginnen. Wir müssen ein bisschen spaßig, ich meine, Geld verdienen, wollte ich sagen. Weil wir werden das brauchen. Ich glaube, ich hoffe, Montag, dass erst Montag die Rechnung kommt. Er ist auch krank. Gott, ich kriege voll die Panik hier. Oh, alle sind sie irgendwie krank. Oh, bist du das erste Mal hier, Nanette? Du hast auch noch Flecken. Einmal Medizin steht hier. Wenn jemand die haben will, bitte bedient euch. Gott, es geht allen so schlecht. Hilfe. Ich glaube, Alina und Emma und Carlotta sind noch gesund. Hier. 3 Stunden verstopfte Nase. Emma geht es rundum gut. Madeline. Schmutzige Zeit. Okay. Ich auch nicht gesehen. Carlotta, wo bist du? Was machst du? Tanzen. Okay. Oh, sag, du musst zur Arbeit. Achso, geht sie schon? Ja. So, Hunter. Oh, Hunter schläft. Ach Gott, Hunter schläft. Das ist ja Wahnsinn. Sag jetzt zur Arbeit. Oh, wir haben aber übrigens gar nicht großmächtig was. Ja, das haben wir nicht ganz geschafft. Egal. Aber ein bisschen Geld kriegen wir zumindest. Was kriegen wir denn eigentlich? 16 Simoleon die Stunde. Na gut. Bella geht duschen. Übelkeit. Kämpft gegen ihren Magen und verliert haushoch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hat die Charisma-Fähigkeit erworben? Was machst du, Alina? Wo bist du? Ach so, wahrscheinlich während dem Gespräch. Nein, jetzt ist sie auch noch... Hier ist jetzt auch heiß. Die stecken sich doch alle gegenseitig an, oder? Mann, was ist denn das gewesen? Und hier, gut. Es kann auch nicht mal jemand sauber sein. Aber ich... Also, Saki konnte das nicht auch noch machen. Die Toilette war mir wichtiger. Und dann das Schlafen erstmal. So, ich glaube, ich sage jetzt erstmal einen Tschüss und Goodbye. Wir sehen uns dann in einer nächsten Runde wieder. Lass es dir gut gehen. Lass mir gerne einen Kommentar und oder einen Daumen nach oben hier, wenn es dir gefallen hat. Dann erst dann bis zum nächsten Mal. Eure Sakinaba. Ciao, ciao.